und ein herzliches Servus zum Jahresrückblick 2016. Ein Jahr ist schon wieder vorbei und daher wird es Zeit, euch einen Überblick über mein technisches Schaffen zu vermitteln. Die besten Beiträge werden in dieser Sendung noch einmal zu sehen sein. Ich möchte gleich mit einem U13-Spiel der Oilers beginnen, die sich im Jänner gegen die Sharks ein Freundschaftsspiel bestritten. Die besten Bilder dazu sehen wir noch einmal in einer Zusammenfassung. Beim Freundschaftsspiel zwischen der U13 des EC Oilers Salzburg und der Mannschaft der Trautze Sharks zunächst einmal die Gastgeber Puck. Es steht 0:1 für die Gäste vom Trauns. Jetzt wieder die Oilers. Schöne Aktion. Gut aufgepasst, aber es bringt nichts ein. Es bleibt vorerst bei 0:1. Hier der Ausgleich zum 1:1. Keine Chance für den Goalie der Gäste, da etwas zu machen. Und es sollte so weitergehen. Wieder ein neuer Versuch. Die Gäste sind dieses Mal an der Scheibe, verlieren. Und die Oilers machen einen schönen Konter. Fahren auf das Tor zu. Der Puck geht allerdings vorbei. Die Oilers können sich den Puck zurückholen. Ein Tor. Hier ist die erste Führung für die Gastgeber. 2:1. Der aus Salzburger Sicht erfreuliche Spielstand. Ein neuer Konterversuch. Die Oilers versuchen es. Gut aufgepasst von der Goalie der Gäste. Keine wirkliche Gefahr, war nicht so einfach, wie es hier vielleicht auf diesen Bildern aussah. Schuss, kein Problem für den Goalie der Gäste, es bleibt beim 2:1. Jetzt wieder ein neuer Versuch, wir sehen es im Hintergrund auf der Anzeigetafel. 2:1 der aktuelle Spielstand, der auch bis zum Ende des ersten Drittels blieb. Dann das zweite Drittel. Danken sich durch Schuss und Tor. Erneut der Ausgleich für die Gäste und bei diesem Spiel zu sagen, dass insbesondere im zweiten Drittel die Führung mehrmals wechselte. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schöne Kontermöglichkeit, Schuss. Gut aufgepasst vom Goalie der Gastgeber. Herrlicher Save, war nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Aber die Gäste setzen nach. Schuss und Tor, 2:3. Und hier wäre es gut, wenn man als Torhüter mehr auf den Mann geht und versucht, dem Schützen die Chancen zu nehmen. Doch die Oilers geben nicht auf. Sind in dieser Phase zwar mit 2:3 hinten. Pass und Tor, Ausgleich zum 3:3 und dieses 3:3 ist auch der Spielstand nach 42 Minuten. Jetzt wieder ein neuer Pass. Kontermöglichkeit. Schuss und auch da konnte sich der Goalie der Gäste auszeichnen und eine wirklich sehenswerte Parade liefern. Die Oilers bleiben allerdings dran. Schuss! Werden zunächst geblockt. Die Oilers können sich die Scheibe zurückerobern. Pass und Tor. Weiterer Treffer, herrlich gemacht. 4:3 für die Oilers. Keine Chance für den Goalie der Gäste. Der Jubel hier natürlich entsprechend hoch. Dann wieder ein neuer Versuch. Mittlerweile steht auch Stefan Reisel im Tor der Oilers. Jetzt wieder einen Konter fahren. Zieht ab. Und Tor. Wieder ein herrlicher Treffer. Die Oilers gewinnen diese Partie klar und auch verdient mit 5:3. Gratulation zu diesem Ergebnis. Neben den drei Landesligen und dem Nachwuchs des EC Red Bull Salzburg und der Oilers habe ich natürlich auch die in Chiemgau Hockeyliga im Programm.
In dieser Liga spielen die Lakers aus St. Gilgen und ich war beim Spiel gegen den EHC Tequila für euch mit der Kamera dabei. Beim Spiel des EHCs, St. Gilgen Lakers gegen den EHC Tequila, gingen die Gastgeber schon nach wenigen Sekunden in Führung. Ein schnelles und wie ich finde auch sehr schönes Tor auf Seiten der Gastgeber. Ehrlich herausgespielt, kann man nur sagen. Und die EHC Tequila bleiben zunächst am Puck. In der eigenen Verteidigungszone, gute Aktion, aber kein Problem für den Goalie des St. Gilgen Lakers. Jetzt erstmal. Die St. Gilgen Lakers bleiben am Puck. Nachschuss und Tor 2:0, herrlich gemacht. Auch dieses Mal war dem Goalie der Gäste die Sicht verstellt und somit keine Abwehr. Wir befinden uns im zweiten Drittel. Gut herausgespielt, Nachschuss und Tor. Es steht jetzt mittlerweile 3:2 für den Gastgeber. Herrlich herausgespielt und gute Aktion. Dann wieder der EHC Tequila. Kann den Puck nicht in Richtung Tor der Gastgeber bringen. Und jetzt wieder. Schöne Aktion der Gäste. Bleiben allerdings hängen. Kontermöglichkeit. Schuss. Und Tor. Weiterer Treffer für den Gastgeber. Ehrlich herausgespielt. Und auch dieses Mal hatte der Goalie der Gäste nicht den Funken einer Abwehr. Jetzt wieder eine neue Aktion. Die Gastgeber bleiben an der Scheibe. Schuss und Tor. Herrlich gemacht zum 5:2 für die Gastgeber. Doch die Gäste geben nicht auf. Schöne Kontermöglichkeit, wird hier nicht attackiert. Und so ist es kein Wunder, dass der Punkt im Tor der Gastgeber landet. Das Tor sollte allerdings vorerst nur mal Ergebniskosmetik sein. Wir befinden uns im Schlussdrittel. Immer noch die Gäste zunächst an der Scheibe, versuchen es über die linke Seite und Tor, weiterer Treffer. Der Puck ging irgendwie zwischen Stange und Kohle ins Tor. Ein eher kurioser Treffer. Und es sollte so weitergehen. Schuss, Pass, Nachschuss und Tor. Die Gäste als EHC Tequila könnten auf ein Tor heran. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss und Tor, weiterer Treffer für die Gastgeber, ehrlich herausgespielt zum 7:5 in dieser Begegnung. Dann hier wieder ein paar schöne Aktionen, die allerdings nichts mehr einbringen, da Angelen Lakers gewinnt mit 9:5 in dieser interessanten Begegnung. Von der in Chiemgau Hoppeliga, deren Heimspiele in Berchtesgaden ausgetragen werden, kommen wir wieder zurück in die dritte Landesliga, wo unter anderem auch die Pirates in der vergangenen Saison auf die Darkwing Nights aus Ramingstein trafen. An dieser Stelle geht auch ein herzlicher Gruß hinein in den Lungau zu unseren hoffentlich zahlreichen Seher dort. Wir sehen also als nächstes einen Beitrag über das Spiel der Pirates gegen den EHC Ramingstein Darkwing Ravens. Im Spiel der Pirates gegen die Darkwing Ravens aus Ramingstein zunächst einmal den grün spielenden Lungau an der Scheibe, verlieren den Puck an die Gastgeber und im Tor der Gäste begann übrigens Roland Gautsch. Jetzt wieder Kontermöglichkeit, wird nicht attackiert, Schuss und Tor 0:1 und auch dieser Schuss war, wie ich finde, nicht ganz unhaltbar. Dann wieder die Pirates, nächstes Mal die Gäste aus dem Lungau. Schuss gut abgewehrt von Alexander Kallinger, der sich bei diesem Schuss auszeichnen konnte. Pirates wieder im Angriff. Schuss scheitern zunächst. Peter Wallner versucht es. Nachschuss und Tor. Ausgleich zum 1:1 und der Stand nach 20 Minuten lautete 2:2. Dann das zweite Drittel. Die Gäste aus dem Lungau zunächst an der Scheibe.
Pass. Immer noch eine gute Parade von Alexander Kallinger. Jetzt wieder ein neuer Versuch der Pirates. Zieht ab. Aber der Puck ging am Tor von Roland Gautsch vorbei. Keine wirkliche Gefahr für das Tor der Gäste. Jetzt wieder neuer Versuch. Alexander Kallinger zeichnete sich zunächst aus, musste allerdings dieser Phase hinter sich greifen, weiterer Treffer für die Gäste aus dem Lungau. Dann wieder eine gute Aktion, Kontermöglichkeit für die Pirates. Schöne Aktion. Pass. Weiterer Abschlag, aber kein Problem für die Alexander Kallinger, den Puck zu blockieren. Hier eine sehr gute Reaktion. Und weiterer Treffer für die Gäste, die damit im doch sehr guten Spiel davonziehen konnten. Keine Chance für Salzburger Goalie. Wir befinden uns im Schlussdrittel. Pass. Nachschuss und gut aufgepasst. Genau. Jetzt können sich die Pirates befreien. Jetzt wieder. Pass. Wir befinden uns nach wie vor im Schlussdrittel. Die Gäste aus dem Lungau führen nach wie vor. Rückpass. Und jetzt wieder. Ein sehr gutes Spiel, wie ich finde. Nur das Ergebnis ist aus Sicht der Pirates zu hoch. Gut gemacht von Alexander Kallinger. Ein schöner Save mit der Fanghand. Jetzt wieder der Darkwinger Rams an der Scheibe. Pass wird hier nicht attackiert, aber Gott sei Dank hat eine Verteidigung aufgepasst. Die Pirates verlieren diese Begegnung zu hoch mit 3 zu 11. In den Landesligen ist auch der Nachwuchs von den Red Bulls ein Thema und da gibt es unter anderem auch die erste Bank Youngsters League, wo die U20-Mannschaft der Red Bulls im Einsatz ist. Sie traf in der vergangenen Saison unter anderem auch auf Zagreb und den Beitrag über dieses Spiel sehen wir als nächstes. Im Spiel des EC Red Bull Salzburg U20 gegen die Altersgenossen aus Zagreb zunächst einmal dieses Salzburger an der Scheibe. Steht torlos 0 zu 0, wie man hier auf diesem Punkt erkennen kann. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss, Nachschuss und Tor 0 zu 1 für Zagreb. Keine Chance für den Salzburger Goalie, da irgendetwas zu machen. Und die Gäste gehen in Führung. Dann wieder die Salzburger. Wieder eine Kontermöglichkeit der Gäste. Allerdings eine ebenso schöne Parade von Salzburger Goalie, der sich bei diesem Torschuss auszeichnen konnte. Jetzt die Salzburger. Nachschuss. Jetzt einmal nach. Und Tor. Ausgleich zum 1:1. Ehrlich gemacht. Und wenn man als Mannschaft den Puck nicht wegkriegt, dann ist es nur allzu logisch, dass der Puck ermangeln kann. Die Salzburger setzen allerdings. Fahren hier nach vorne. Rückpass, aber es bringt nichts ein, der Spielstand nach den ersten 20 Minuten lautet 1:1. Dann das zweite Drittel. Die Seiten wurden gewechselt. Neuer Versuch. Immer noch die Salzburger. Jetzt wieder eine gute Möglichkeit, aber es bringt nichts ein. Und wieder. Gute Aktion. Auch im Hintergrund sehen wir, es steht nach wie vor 1 zum Schuss, abgewehrt vom sehr starken Goalie Zagreb. Schuss, kein Hirn und bleiben im Angriffsbereich. Zieh, Pass, Tor, weiterer Treffer, herrlich gemacht, erwarb der Zagreb-Goalie ohne wirkliche Abwehrchance.
der Jubel natürlich dementsprechend groß. Dann der Schlusstitel. Neuerlicher Versuch. Tor, weiterer Treffer. Sieht also auf jeden Fall sehr gut aus für die Salzburger, die gleich Scheibe bleiben. Schöne Aktion. Kontermöglichkeit. Tor in Abschluss. Ja, okay. Und wir bleiben noch dran. Pass. Gut, auch ein weiterer Treffer. Die Salzburger gewinnen diese Partie klar und auch in dieser Höhe verdient mit 5:1 und sichern sich somit den Titel in der ersten Bahn Youngsters Liga. Da im Sommer kein Eishockey ist, habe ich natürlich auch andere Themen im Programm. Wie euch sicher aufgefallen ist, haben wir hauptsächlich Mannschaftssportarten, denn auf jeden Fall finde ich, dass die interessantesten sind. Das erste ist ein Handballspiel zwischen dem UHC Salzburg 1 und dem SHC, das im Rahmen der Salzburger Landesliga, die in Turnierform ausgetragen wird, stattfand. Beim Spiel des UHC Salzburg 1 gegen den SHC UHC 2 zunächst einmal die in Gelb spielenden Spieler des SHC UHC 2 am Ball. Hier eine gute Aktion. Der SHC UHC 2 befindet sich vor dem Tor des UHC 1, wird allerdings gut geblockt. Schöne Aktion, Wurf, aber gut aufgepasst vom Goalie des UHC 1. Dann wieder der UHC 1 am Ball. Schöner Wurf, Schuss und Tor. Ein herrlicher Treffer. Keine Chance für den Goalie des UHC 2, da irgendetwas zu machen. Dann wieder eine neue Aktion des UHC Salzburg 2 SHC. Nur dankt sich durch Wurf und Tor, weiterer Treffer, da hätte durchaus die Abwehr des UHC 1 mehr machen können. Jetzt wieder der UHC Salzburg 1 am Ball. Schöne Aktion. Können den Ball in ihren eigenen Reihen behalten. Schuss und gut aufgepasst vom Goalie des SHC UHC 2 war nicht so einfach, wie es aussah. Dann wieder ein 7 Meter. Gut abgewehrt mit dem Fuß, herrlich gemacht. Auch das eine schöne Parade des sehr guten Goalies des UHC Salzburg 2 SHC. Alles in allem an diesem Tag eine gute Leistung und jetzt ist der UHC Salzburg 2 wieder am Ball. Rückpass. Gute Aktion, aber der Ball geht ins Auge. Und jetzt wieder ein herrlicher Angriff. Wurf und Tor. Weiterer Treffer für den UHC Salzburg 1. Auch da könnte man als Goalie durchaus etwas näher hingehen. Jetzt wieder der UHC Salzburg 2 am Ball. Können den Ball schön in ihren eigenen Reihen behalten. Wurf und gut aufgepasst vom Goalie des UHC Salzburg 1. Auch nicht ganz einfach, wie es vielleicht hier aussah. Wurf, Tor, weiterer Treffer, wurde also nicht intensiv genug attackiert. Und es gibt einen weiteren Treffer für den UHC 1. Jetzt wieder ein Gegenangriff. Wurf, gut abgewehrt. Und es gibt in diesem Fall 7 Meter. Warum ist aus dieser Perspektive nicht wirklich zu erkennen? Der 7 Meter wird ausgeführt und Tor, weiterer Treffer für den SHC UHC Salzburg 2. Und wir befinden uns in der nächsten Phase. Wurf gut abgewehrt, der UHC Salzburg 1 gewinnt diese spannende und interessante Begegnung, bei der es ziemlich knapp war mit 13:8
Und hierbei ist zu sagen, dass beide Goalies sich mehrere Male auszeichnen. Im Handball ist auch Wasserball ein Thema. Und mit den Spielern des USV Paris Lothron Salzburg haben wir auch eine Bundesligamannschaft in unserem Sendegebiet. Sie spielte im Semifinale dieser Liga gegen den ASV Wien und auch dazu bei diesem Spiel war ich für euch mit der Kamera dabei. Im Semifinale der Wasserball-Bundesliga zwischen dem USV Paris Lothron Salzburg und dem ASV Wien zunächst einmal die in Blau spielenden Wiener am Ball. Wurf, aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder die Salzburger, die mit Mita Rakitic im Tor beginnen. Gut abgewehrt von Salzburger Goalie. Dann wieder ein Angriff am Wiener. Aber auch da gibt es weiteren Vorteile und auch dieses Mal passte Mita Rakitic sehr gut auf. Jetzt wieder die Salzburger im Angriff. Wurf und Tor. 1:0 für die Salzburger. Herrlich gemacht und keine Chance für den Wiener Goalie. Und es sollte so weitergehen. Gute Aktion und Tor. Zweiter Treffer zum 2:0 für die Salzburger. Auch dieses Mal war der Wiener Goalie ohne wirkliche Abwehrchance und somit ein weiterer sehenswerter Treffer. Dann das zweite Viertel. Wir sehen es, dass es in Strömen schüttete. Und die Salzburger bleiben am Ball. Allerdings musste Anfang des zweiten Viertels das Spiel wegen eines Gewitters unterbrochen werden. Dann nach einer Unterbrechung sind die Salzburger wieder am Ball. Wurf. Nachschuss und kein Problem für den Wiener Goalie. Jetzt wieder ein Angriff. Rückpass. Pass. Die Salzburger bleiben dran. Und kein Problem für den Wiener Goalie, den Ball abzuwenden. Weiter versucht der Salzburger. Versuchen es über die rechte Seite. Und da weitere Treffer herrlich herausgespielt, war wirklich sehr sehenswert. Dann wieder ein neuer Versuch. Wurf und Tor. Erster Treffer für die Gäste aus Wien. Einer von insgesamt 7 an diesem Wasserballabend. Dann das dritte Viertel. Wir bleiben noch immer im zweiten Viertel. Gute Aktion. Die Wiener bleiben am Ball. Wurf. Aber im zweiten Viertel wurde das Ergebnis noch deutlicher. Jetzt allerdings das dritte Viertel. Wurf. Pass. Immer noch die Salzburger am Ball. Herrlich herausgespielt. Aber auch da bringt es einen weiteren Treffer. Schön gemacht von den Salzburger und herrliche Kombination. Und die Salzburger bleiben am Drücker. Versuchen es ebenfalls über die rechte Seite. Wird nicht attackiert und kann somit den Goalie der Gäste auswählen, umspielen und einen weiteren Treffer erzielen. Dann wieder die Salzburger an diesem Abend Feld überlegen, Wurf und Tor, weiterer Treffer an diesem Wasserballspiel, herrlich gemacht und auch dieses Mal hatte der Wiener Goalie nicht wirklich eine Abwehrchance. Dann das Schlussviertel. Neuerlicher Versuch. Die Salzburger bleiben in der gegnerischen Hälfte, aber es gibt Vorteil für die Gäste aus Wien. Jetzt wieder ein Abschlag
versucht zu tricksen und der Ball landet ein weiteres Mal im Tor. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Dann wieder ein weiter Passversuch. Wurf. Der Ball geht allerdings nicht in Richtung Tor und somit besteht keine Gefahr, dass Tor der Gastgeber. Gut aufgepasst. Und jetzt wieder. Weiter Abschlag. Aber es ändert sich nichts. Die Salzburger feiern einen klaren und auch in dieser Höhe verdienten 20:7 Erfolg. Vom Hand- und Wasserball kommen wir jetzt zum Thema Fußball, der natürlich auch in unserer Sendung ein großer Themenbereich ist. Wir beginnen gleich mit einem Meisterschaftsspiel der zweiten Klasse Nord A zwischen dem ATSV Salzburg und dem Großgmein. Dieses Spiel war ausgesprochen interessant und daher hat es dieser Beitrag auch nochmal hierher in den Jahresrückblick geschafft. Beim Spiel des ATSV Salzburg gegen den SSC Großgmein zunächst die in Weiß spielenden Gastgeber, die seit dem Tor von Daniel Savanovic aus der ersten Minute mit 1:0 führen am Ball. Der Ball geht jetzt ins Out. Dann die 26. Spielminute. Neuer Versuch. Die Gastgeber behalten den Ball in ihren Reihen. Flanke und Tor 2:0. Ocken Kommissar war in der 26. Minute erfolgreich. Dann ein Elfmeter. Der Schiedsrichter pfeift und auch dieses Mal wird Ocken Kommissar antreten. Das Ganze in der 38. Minute. Läuft an, Schuss und Tor 3:0. Herrlich gemacht und keine Chance für den Goalie der Gäste, da irgendetwas zu machen. Ein absolut gerechtfertigter Elfer. Wir sind nach wie vor in der ersten Halbzeit. Pass. Und der Ball geht ins Out. Der Spielstand nach 45 Minuten lautet 3:0 für den ATSV Salzburg. Dann die zweite Halbzeit. Gute Aktion. Die Gastgeber können den Ball in ihren eigenen Reihen behalten. Pass. Aber es bringt nichts ein. Spielstand nach wie vor 3:0 für die Gastgeber. Dann die 54. Minute. Pass. Und Tor. Erster Treffer für die Gäste durch Armin Eismann zum 3:1. Und die Gäste bleiben vorerst am Ball. Können den Ball in ihren eigenen Reihen behalten. Der aktuelle Spielstand lautet nach wie vor 3:1. Jetzt wieder. Neuer Pass. Jetzt einmal ein Versuch, sich zu befreien, der allerdings nicht wirklich etwas einbringen sollte. Dann die 76. Minute. Freistoß. Milan Pavlovic ist am Ball. Schuss und mit einem wuchtigen Schuss ins Kreuzeck erzielte er das 4:1 und auch da war der Goalie absolut chancenlos. Nur 2 Minuten später ein ähnliches Bild. Der ATSV Salzburg versucht es über die rechte Seite, spielt hier schön auf Adria Petrovic, Schuss und Tor 5:1, herrlich herausgespielt. Auch da hat man als Goalie nicht wirklich den Funken einer Abwehrchance. Andrea Petrovic war erfolgreich und ein sehr schöner Treffer. Dann die 90. Minute. Pass. Der Gäste sind zunächst am Ball. Passt auf Maximilian Schammerl. Schuss und Tor. 5:2 und diese 5:2 ist auch der Endstand dieser Begegnung, der absolut in Ordnung geht. Die Salzburger Fußballmannschaften sind auch in der Sommerpause nicht untätig. Sie bestreiten auch Vorbereitungsspiele, um in der Meisterschaft gewappnet zu sein. Und eines dieser Vorbereitungsspiele war jenes
zwischen dem USK Gneis und dem SC Damsweg, das auf der Walter-Rembrandt-Sportanlage in Salzburg-Gneis stattfand. Mehr dazu sehen wir im folgenden. Im Vorbereitungsspiel zwischen dem USK Gneis und dem SC Damsweg zunächst einmal die in Blau spielenden Gäste am Ball. Behalten den Ball zunächst in der eigenen Hälfte. Können jetzt wieder ein Eckball. Schuss, aber der Ball geht sehr weit am Tor vorbei. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Neuerliche Kontermöglichkeit, aber auch da gab es einen Foul und da könnte es durchaus Elfmeter geben. Die Pfeife blieb allerdings stumm. Jetzt wieder der USK Gneis am Ball. Gute Aktion. Immer noch der USK Gneis. Kugel bleibt allerdings hängen. Jetzt wieder ein neuer Versuch, aber dieses Mal kein Problem für den Kugel. Jetzt wieder ein Pass. Weiter Abschlag. Aber es ändert sich nichts und der Spielstand nach den ersten 45 Minuten lautete torlos 0:0. Dann die zweite Halbzeit. Zunächst einmal die Gastgeber am Ball in der eigenen Hälfte. Pass. Jetzt wieder. Neuerlicher Versuch. Schuss. Und Tor. 1:0. Herrlich herausgespielt. Keine Chance für den Goalie des SC Damsweg, da irgendetwas zu machen. Jetzt wieder ein Rückpass. Der USK Gneis bleibt vorerst am Ball. Kontermöglichkeit aus. Und Nachschub. Der Ball landet zum 2:0 in die Maschen der Gäste. Da könnte man als Goalie durchaus näher hingehen. Jetzt wieder die Gastgeber, die jetzt den Ton angeben. Pass. Können den Ball in ihre eigenen Reihen behalten. Rückpass. Aber auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Versuchen es erneut über die linke Seite, aber scheitern zunächst an der Abwehr. Eine klare Führung für die Gastgeber, die auch vom Spielverlauf her absolut verdient ist. Jetzt wieder der SC Damsweg. Pass. Neuerlicher Versuch, Flanke, und dieses Mal stand es 3:0. Der Goalie der Gäste hatte bei so einer Situation absolut keine Chance. Rückpass, der SC Damsweg bleibt vorerst am Ball. Pass, bleibt hängen. Aber auch dieses Mal geht der Ball am Tor der Gast. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit. Wäre wichtig herauszukommen, aber Tor. 1:3 aus Sicht der Gäste. Ein Tor, das durchaus zu verhindern gewesen wäre. Aber das 3:1 für den USK Gneis ist auch der Endstand dieser Begegnung. Da wir ja landesweit zu sehen sind, habe ich mir gedacht, dass es auch manchmal erforderlich ist, auch in die Gebirgsgau zu schauen und auch beim Spiel der Ankerpunkt gegen Mühlbach in Pinzgau war ich mit der Kamera dabei. Ein sehr interessantes und sehenswertes Spiel, dessen besten Szenen wir hier noch einmal sehen werden. Im ersten Meisterschaftsheimspiel des FC Kapron gegen den SC Mühlbach in Pinzgau zunächst einmal den violett spielenden gestern Ball, Kontermöglichkeit, Schuss und Tor 0:1 durch
die Nummer 7, Fabian Bachler, keine Chance für Raphael Kranich im Tor der Gastgeber, da irgendetwas zu machen. Dann wieder ein neuer Angriff. Schuss, aber dieses Mal sicher gefangen von Raphael Kranich, der sehr gut gehalten hat. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Der FC Capron ist am Ball, die Nummer 3. Das ist Pelle Brucker. Und auch ein Eigentor gelingt dem Gastgeber des FC Capron. Der Ausgleich, auch dieses Mal, war Sascha Unterweger im Tor der Gäste geschlagen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der SC Mühlbach versucht es, bringt aber nichts ein und die FC Capron kann sich befreien. Der Ball geht ins Out. Jetzt wieder ein neuer Pass. Die Nummer 4 ist Georg Rakediner, der Kapitän des SC Mühlbach. Weiter Abschlag. Doch dieses Mal können sich die Gäste befreien. Der Halbzeitstand lautete im Spielverlauf entsprechend 1:1 von diesem sehr sehenswerten Spiel. Dann die zweite Halbzeit. Zunächst einmal den violett spielenden Gäste am Ball, Rückpass. Die Nummer 10 ist übrigens Fabian Lemberger, der auf Sascha Unterweger zurückpasst. Weiter Abschlag. Und dieses Mal bleiben die Gastgeber am Ball. Jetzt wieder die Gäste. Neuerlicher Versuch. Weiterer Konter über die rechte Seite. Und der Ball geht rüber über das Tor. Eine gute Möglichkeit für die Gäste. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Wird nicht attackiert. Schuss und Tor. Weiterer Treffer durch Issa Sadik in der 75. Minute zum 1:2 aus Sicht des FC Capron. Dann wieder ein weiterer Schuss und Tor. Ausgleich zum 2:2 nur 3 Minuten später durch die Nummer 10 des FC Capron, Daniel Mitterhauser, der übrigens im abgebrochenen Spiel gegen den SC Leogang ein Tor erzielte. Dieses Spiel wurde übrigens am darauffolgenden Mittwoch neu ausgetragen und endete mit einem 1:1 Unentschieden. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit der Gäste. Weiter Abschlag. Pass, aber es ändert sich nichts mehr. Das Spiel endete mit einem gerechten 2:2 Unentschieden. Neben den Kampfmannschaften im Salzburger Fußball-Unterhaus ist natürlich auch der Nachwuchs ein großer Themenbereich. Und daher war es auch logisch, dass wir als nächstes einen Beitrag über das Spiel des FC Bergheim gegen den SV Liefering sehen. Das Ergebnis war auf jeden Fall sehr eindeutig und wir haben für euch die besten Bilder noch einmal zusammengefasst. Im Spiel der U14-Mannschaften des FC Bergheim gegen den SV Liefering zunächst einmal die im Blau-Schwarz spielenden Gastgeber am Ball. Neuer Versuch. Schuss, aber der Ball geht vorbei. Keine wirkliche Gefahr für die Torfrau. Und wieder ein neuer Versuch. Schuss, ein Nachschuss, aber gut abgewehrt von der Abwehr. Und dieses Mal blockierte auch die Torfrau der Lieferinger den Ball und konnte somit einen Gegentreffer verhindern. Spielstand nach wie vor 0:0. Jetzt wieder eine gute Aktion. Flanke. Immer noch, der Ball geht allerdings auch hier drüber. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss, Nachschuss und Tor. 1:0. Da hatte sich die Torfrau des SV Liefering nicht allzu geschickt angestellt. Um es mal sehr vornehm auszudrücken. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss. Ball geht rüber,
Pass, gute Aktion, aber auch dieses Mal kein Problem für die Torfrau der Gäste. Jetzt wieder ein neuer Versuch, Schuss und Tor, weitere Treffer. Ich glaube, dass der Ball durch die Beine ins Tor gegangen ist, sollte eigentlich nicht vorkommen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Wir sind nach wie vor in der ersten Halbzeit. Aber auch dieses Mal geht der Ball am Tor vorbei. Dann die zweite Halbzeit. Die Gäste aus Liefering haben natürlich den Torhüter gewechselt. Bei diesem Spielstand von 11:0 eigentlich durchaus eine logische Konsequenz. Jetzt wieder die Bergheimer am Ball. Verlieren ihn an die Gäste aus Liefering, aber auch da bringt es nichts. Jetzt wieder. Eine sehr häufige Szene an diesem Nachmittag. Pass. Auch dieses Mal geht der Ball am Tor vorbei. Kein weiterer Treffer. Jetzt wieder eine gute Aktion. Freistoß. Pass. Nachschuss. Aber auch gute Parade des Torhüters. Wirklich nicht so einfach, wie es aussah. Jetzt wieder der SV Liefering. Pass. Neuerlicher Versuch. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder Rückpass. Weiter Abschlag. Die Gäste bleiben am Ball, kommen aber nicht vor das Tor. Und natürlich geht der Ball logischerweise auch nicht hinein. Dann wieder ein neuer Pass. Gute Aktion. Rückpass, es bringt aber nichts ein, die Gastgeber gewinnen mit 19:0. Wir bleiben gleich in der Altersklasse U14, denn als nächstes habe ich mir den Beitrag zwischen dem USC Eugendorf und dem SV Straßwalchen ausgesucht. Ein Nachbarschaftsderby, das auch auf jeden Fall sehr sehenswert war. Beide Mannschaften zeigten nämlich hervorragenden Fußball, wie ihr euch im folgenden Beitrag überzeugen könnt. Beim Spiel des USC Eugendorf gegen den SV Straßwalchen in der Altersklasse U14 sind einmal die Gäste, die mit 0:3 hinten sind, am Ball. Jetzt wieder eine neue Aktion, können sich befreien und somit gibt es keinen weiteren Treffer, zumindest vorerst. Dann allerdings wieder ein neuer Pass. Rückpass, wieder eine Möglichkeit über die linke Seite. Rückpass, auch da kein weiterer Treffer. Das bleibt beim 3:0 für den USC Eugendorf. Dann wieder Abstoß. Wieder eine schöne Kontermöglichkeit, der allerdings in der Abwehr des SV Straßwalchen bleibt. Die Gäste können den Ball in ihren eigenen Reihen behalten. Und jetzt wieder. Schön vorgetragen. Eine gute Aktion. Die Gastgeber sind im Strafraum. Flanke und Tor. 4:0. Herrlich herausgespielt. Keine Chance für den Goalie des SV Straßwalchen, der in dieser Phase überhoben wurde. Dann wieder ein neuer Versuch. Das Spielgeschehen spielt sich in dieser Phase im Mittelfeld ab. Weiter Versuch. Aber der Ball geht ins Out.
Der Halbzeitstand lautet 4:0 für den USC Eugendorf. Dann die zweite Halbzeit. Die Gastgeber können den Ball in ihren eigenen Reihen halten, bleiben dran, jetzt wieder eine gute Aktion. Schöner Versuch über die rechte Seite, aber auch da hat die Verteidigung des SV Stadtwalden gut aufgepasst. Wieder eine neue Aktion. Versucht es. Der Ball bleibt innen. Und auch dieses Mal geht der Ball hinter das Tor. Keine Gefahr für das Tor. Jetzt wieder. Rückpass. Neuerlicher Versuch. Gute Aktion. Aber auch da gab es für die Gastgeber kein Durchkommen. Jetzt wieder. Gut gemacht von USC Eugendorf. Verlieren ihn wieder den SV Straßwallichen. Können ihn sich zurückerobern und auch dieses Mal geht der Ball ins Haus. Jetzt wieder ein neuer Pass. Und Tor. Weiterer Treffer für die Gastgeber, der in dieser Phase auf jeden Fall absolut verdient war. Nächster Versuch. Der SV Straßwalchen bleibt am Ball. Aber auch dieses Mal schöne Parade des Eugendorfer Goalies. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier aussah. Jetzt wieder ein Versuch. Schlägt sich durch. Geht ab. Und da könnte man als Goalie durchaus den Ball wegschießen. Der Endstand lautete jedenfalls 8:0 für die Gastgeber aus Eugen. Vom Fußball kommen wir wieder zum Eishockey. Denn ab Oktober war ja wieder die Sendung Powerplay hier auf FS1 zu sehen. Und bei dieser Sendung berichte ich ja über das Salzburger Eishockey-Geschehen. Unter anderem spielten auch die Senators gegen die Nuracher Bulls aus St. Ulrich am Billersee. Ein spannendes und interessantes Spiel, das eigentlich auf jeden Fall mehrere sehr gute Paraden der Goalies und schöne Tore bieten konnte. Im Spiel des HC Senators gegen den Nuracher Bulls im Rahmen der zweiten Landesliga zunächst einmal die in Weiß spielenden Gastgeber in der Verteidigungszone, die mit Richard Wenig im Tor beginnen. Spielstand natürlich logischerweise 0:0. Jetzt allerdings die Gäste am Puck. Pass, Nachschuss und Tor 0:1. Keine Chance für Richard Wenig, da irgendetwas zu machen und Andreas Brehm erzielte den ersten Treffer. Nach ca. 8 Minuten wechselten die Gastgeber ihren Goalie und Georg Berger kam anstelle von Richard Wenig ins Tor. Jetzt wieder eine gute Aktion in der Angriffszone. Pass, kein Tor, entscheidet der Schiedsrichter. Richtig erkannt, wie ich finde. Dann wieder eine neue Kontermöglichkeit. Stefan Block wird hier nicht attackiert. Schuss und Tor! Ausgleich zum 1:1. Herrlich gemacht. Und ja, aus Sicht eines Goalies könnte man einen Schuss durchaus halten. 1:1 nach 20 Minuten. Dann das zweite Drittel. Die Seiten wurden zum ersten Mal gewechselt. Schöne Aktion über das Spielfeld. Schuss. Nachschuss und gut gehalten von Georg Berger. Die Gäste bleiben allerdings auf Schuss und kein Tor. Wiederum herrliche Parade. Eine sehr gute Leistung, wie ich finde. Dann wieder ein neuer Pass. Immer noch die Senators verlieren ihn. Pass. Zunächst abgewehrt, aber der Puck landet im Tor. Es war auf jeden Fall ein Eigentor, die
der Senators. Und die Gastgäste bleiben am Puck. Kontermöglichkeit über die rechte Seite, Schuss und Tor. Hier wäre es wichtig, wenn ein Verteidiger dem Schützen die Chance nehmen würde und nach Möglichkeit den Puck wegschießen kann. War hier allerdings nicht der Fall. Ein ähnliches Bild kurz darauf. Neue Kontermöglichkeit, Schuss und Tor. Christian Arbeiter erzielte aus einer ähnlichen Situation heraus das 3:1 für die Gäste. Auch dieses Mal war Georg Berger ohne wirkliche Abwehrchance. Eine weitere sehr sehenswerte Aktion. Pass. Schöner Versuch. Wir befinden uns im Schlussdrittel bereits. Es wird sich allerdings, soweit kann ich verraten, nicht mehr wirklich etwas tun. Neuerlicher Versuch. Beide Goalies zeigten eine ausgezeichnete Leistung. Es steht bereits 5:1 für die Gäste aus dem Billersetal. Pass. Aber es bringt nichts mehr. Endstand, wie gesagt, 1:5. Auch Damen-Eishockey ist hier ein regelmäßiger Bestandteil meiner Sendungen und auch der DC Salzburg Eagles ist hier besonders aktiv. Er verfügt über zwei Mannschaften, die in der European Women Hockey League bzw. in der Bundesliga spielen und wir sehen jetzt einen Beitrag über das European Women Hockey League Spiel zwischen dem DC Salzburg Eagles und Bratislava. Beim European Women Hockey League Spiel zwischen dem DC Salzburg Eagles in Schwarz und Bratislava sind zunächst einmal die Slowakinnen am Puck, die mit Romana Kia Pesova im Tor beginnen. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit, Schuss, aber der Puck geht am Tor vorbei, jetzt wieder. Vielleicht bin ich hier eine schöne Parade der slowakischen Torfrau und an dieser Stelle bin ich euch die Torfrau des DC Salzburg Eagles schuldig. Es ist Sydney Arveson, die heuer auch neu ins Team gekommen ist. Spielstand auf jeden Fall torlos 0:0. Jetzt wieder ein neuer Versuch, gut aufgepasst von Romana Kia Pasova hinter dem eigenen Tor. Und jetzt wieder. Pass, schöner Versuch, aber auch gut aufgepasst. So macht man es richtig. Und der Spielstand nach dem ersten Drittel lautete auch torlos 0:0. Auch absolut verdient. Dann das zweite Drittel. Die Seiten wurden erstmals gewechselt. Neuer Pass. Die Gastgeberinnen in der Angriffszone. Und hier sehen wir das Ergebnis vom Sonntagsspiel DC Salzburg Eagles gegen Bozen eingeblendet. Doch zurück zu diesem Spiel. Die Salzburgerinnen sind in der eigenen Verteidigungszone. Aber Gott sei Dank passt die Verteidigung sehr gut auf. Wir bleiben noch im zweiten Drittel. Wie gesagt, auch nach wie vor torlos 0:0. Gut geblockt. Die Salzburgerinnen bleiben dran, bringen allerdings den Puck zunächst nicht. Guter Schuss. Jetzt wieder. Sehr gut aufgepasst von den Salzburgerinnen, die damit einen Schuss verhindern konnten. Und nach Ende von 40 Minuten bleibt es beim Torlosen unentschieden. Im Schlussdrittel fallen dann endlich die Tore. Kontermöglichkeit. Herrliche Aktion über die rechte Seite. Passt. Schuss und Tor! 1:0 für die DRC Salzburg Eagles und die Torschützen war Sarah Campbell. Keine Chance für die Torfrau der Slowakinnen, da irgendetwas zu machen. Und es sollte so weitergehen. Bulle vor dem Tor der Slowakinnen. Pass. Schuss. Nachschuss und Tor. 2:0. Eva Maria Ferwanner war mit einem herrlichen Schuss erfolgreich und konnte sich somit in die Torschützenliste ändern. Das dritte Tor war ein sogenanntes Empty Net Goal, denn die Slowakinnen Nachschuss, Schuss, Nachschuss vorerst,
Und jetzt landete der Puck auch im Tor zum 3:0. Hilary Grobe hatte getroffen. Und dieses 3:0 ist auch letzten Endes verdiente Endstand in dieser Begegnung. Und ich möchte an dieser Stelle auch Sydney Abelson zu ihrem Shutout gratulieren. Soweit also der Beitrag über das Spiel des DEC Salzburg Eagles gegen Bratislava. Und mit einem Nachwuchs-Eishockeyspiel habe ich begonnen und mit einem Nachwuchsspiel möchte ich auch die Sendung beenden. Denn im Dezember gab es in der Akademie in der Altersklasse U14 das Derby zwischen den EC Red Bull Salzburg und den Zeller Eisbären zu sehen. Und mit diesem Beitrag ist auch der letzte für diese Sendung. Beim Spiel des EC Red Bull Salzburg gegen die Zeller Eisbären, die übrigens mit den Salzburger Eisbullen in der Altersklasse U14 eine Spielgemeinschaft bilden, zunächst einmal den weißspielenden Gastgeber am Bug. Im Tor der Gäste begann übrigens die Nummer 1 Elias Grantner. Jetzt wieder ein Rückpass, wir befinden uns nach wie vor im ersten Drittel. Und 1:0 durch Alexander Rebernick, herrlich herausgespielt und keine Chance für den Gästekohle da irgendetwas zu machen. Spielstand 1:0. Und es sollte so weitergehen. Nächster Versuch. Pass, Schuss und Tor. 2:0, herrlich herausgespielt durch Raphael Lust. Die Nummer 6. Und es geht auch so weiter. Flott mit dem Schuss. Und Tor, 5:0 durch Maximilian Magner. In diesem ersten Drittel fielen insgesamt nicht weniger als 7 Tore. Und daher habe ich für euch natürlich die schönsten ausgesucht. Dann das zweite Drittel. Sehr gute Aktion. Schuss und Tor. Wiederum war es Maximilian Magner, der zum 6:0 erhöhte. Eine super Leistung an diesem Mittag. Und es geht so weiter. Tor, Schuss, erster Treffer für die Gäste durch den Patrick Braher, die Nummer 58 der Spiel. Und wieder. Schuss und Tor, 6:2. Das Spiel wurde so etwas wie spannend und Maximilian Hörl im Tor der Gastgeber war absolut ohne jegliche Abwehrchance. Doch die Salzburger gaben nicht auf. Schöne Aktion. Schuss. Gut aufgerissen. Und Tor. 7:2 durch Luca Auer, die Nummer 16. Herrlich herausgespielt und super gemacht. Das zweite Drittel brachte schon einen ziemlich klaren Zwischenstand. Dann das Schlussdrittel. Beide Mannschaften wechselten ihre Goalies. Im Tor des Salzburger stand jetzt die Nummer 31, Nick Ziegler. Und im Tor der Gäste ersetzte Florian Obermoser den trotzdem sehr gut spielenden Elias Gantner hier das 12:4 durch Korte. Er trägt übrigens die Nummer 26. Noch eine Aktion. Die Salzburger bleiben am Puck. Und hier ist das 15:4 ebenfalls durch Connor Korte erzielt. Auch ein ziemlich treffsicherer Stürmer an diesem Tag. Jetzt wieder. Neuer Versuch. Schuss und Tor. Auch Valentin Wolnia konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Das war das 16:4 und die Salzburger gewannen klar und verdient mit 20:4. Diese Begegnung. Mit diesem Beitrag über das Derby zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Zeller Eisbären, das wie wir gehört haben mit 20:4 für die Gastgeber endete, sind wir auch schon wieder am Ende dieses Jahresrückblicks 2016 angelangt. Mir bleibt eigentlich nur mehr übrig, euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Jahr. Das sagt euer